Ja, bei mir jetzt Meistertrainer der SVE, Michael Wiesinger. Wie fühlt sich diese Meisterschaft heute an? Wie hast du mich angesprochen? Meistertrainer. Gut, es hört sich gut an. Ja, ich muss sagen, es ist auch mein erster Titel als Trainer. Und also Meistertitel, muss ich sagen, habe ich der Mannschaft auch gesagt, den nimmt dir keiner. Dann kommst du in die Bücher von dem Verein und sowas vergisst du nicht. Und eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen, aber wir werden dazu was sagen, weil wir einfach wissen, dass es in 2 Wochen weitergeht. Aber dieses Aber ist halt immer komisch, aber heute muss man einfach den Tag genießen. Ja, wir haben, glaube ich, eine sehr gute Saison gespielt. Was man einfach betonen muss, dass wir einen Genickschlag hatten im Mai, Juni vergangenen Jahres und danach aber auch die Weichen gestellt haben, zusammen mit der Mannschaft einfach wieder in die Spur zu kommen. Und ich finde schon, dass das eine großartige Leistung ist. Ja, das kommt immer ein bisschen zu kurz, weil im Ganzen immer dieser letzte Erfolg steht, dritte Liga. Und ich weiß, was das gekostet hat in der Sommervorbereitung, wie viele Gespräche, wie viel Energie, ja, da wieder aufzubringen war, um das Ganze wieder ins Laufen zu kriegen. Und für das haben wir einen super Job gemacht. Und dafür Dank an alle, danke an alle, die beteiligt waren. Natürlich an die Familie Holzer, ja, die das natürlich hier ermöglichen. Und die mir persönlich auch immer das Gefühl geben, hey, du kannst hier arbeiten, du kannst deine Vorstellungen umsetzen. Und trotzdem aber mit einem gewissen Know-how immer im Hintergrund aktiv sind. Und ja, mir zusammen jetzt mit Roland Zeitz auch das nötige Vertrauen geben. Das ist schon ein gutes Gefühl. Wie wichtig ist das für Sie, für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans, für den Vorstand, jetzt heute so ein bisschen feiern zu können, bevor dann noch die ganz entscheidende Woche erst kommt? Naja, bei mir, ich bin so erzogen im Fußballleben, dass über allem immer der Club steht. Ja. Das kenne ich so. Weiß nicht, ich habe das also gelernt und das ist mal das Schönste hier für den Verein hier. Nochmal für die Leute, die das hier möglich machen und natürlich für uns als Sportler auch. Ja, da ist man dann auch so egoistisch und weiß, heute habe ich auf meiner Visitenkarte einen Titel und ja, den nimmt dir keiner, kostet viel Arbeit und so eine Saison belohnst du dann einfach. Was ist heute schöner, der Meistertitel, die Bierdusche oder der Pokal in der Hand? Ja, vielleicht kann man mal noch kurz einen Blick drauf werfen. Okay, gerne. Ja. Also die Bierdusche war bei mir so eine halbe Dusche, weil ich schon damit gerechnet habe. Aber ich möchte das gerne, wenn der ganz große Erfolg eingestellt wird. Und so. Dann aber umso mehr. Ja, und so, sagen wir mal, das Momentum ist so, dass du als Beteiligter das, glaube ich, erst immer so registrierst am Tag danach, glaube ich. Also so ging es mir immer. Und jetzt siehst du halt, wie die Leute sich freuen, das ist eigentlich das Schönste. Ich selber bin eigentlich relativ relaxed, aber so, wenn ich sehe, ja, dass der eine oder andere aus sich rausgeht, mal ein paar Emotionen freilässt, das ist schon schön, ja, muss ich schon sagen. Dann genießen Sie noch den Tag und alles Gute für die kommende Woche noch. Ja, danke. Also, ciao. Ja, Markus, der erste Meisterschaftstitel der 110-jährigen Vereinsgeschichte steht fest. Wie hast du die letzten halben Stunde hier erlebt mit den Fans, mit dem Pokal in der Hand? Ja, ich habe gesehen, es ist schon viel Bier geflossen. Ja, auf jeden Fall. Na, man muss schon sagen, auch wenn der Meistertitel jetzt nicht dazu berechtigt, dass wir aufsteigen, ist es trotzdem eine Riesenleistung für uns und es macht uns alle stolz. Und heute ja, haben wir das Spiel noch gezogen und von dem her können wir jetzt mal genießen, 2-3 Tage, aber jetzt müssen wir schon Fokus dann legen auf die Relegation. Bestes Heimteam, stärkste Auswärtsmannschaft, warum ist die Meisterschaft dieses Jahr so verdient gewesen? Ja, ich glaube einfach, dass man, wenn man am Ende des Tages oben steht, dass man schon eine gute Saison gespielt hat. Wir haben hinten defensiv, finde ich, einen riesen Job gemacht über die ganze Saison und offensiv, glaube ich, haben wir schon sehr viel Qualität und von daher, ja, haben wir, glaube ich, schon verdient den Meistertitel jetzt geholt. Wie sehr kannst du so einen Moment dann genießen, obwohl noch die entscheidenden Spiele anstehen, ja, die wirklich was bedeuten? Ja, wie gesagt, man muss schon mal heute das genießen, vor allem nach dem letztjährigen Verlust, wo wir eben den Pokal verloren haben und die Relegation, war das schon nicht selbstverständlich. Und ja, heute zählt jetzt mal das war unser Ziel nach Erreichen der Relegation. Wie gesagt, genießen heute mal Bogen an und dann volle Konzentration auf die nächsten 3 wichtigen Spiele. Wer hat bisher am meisten Bier-Intus? Ah, kann man nicht sagen, aber ich glaube, die haben es schon oft aufgefüllt. Ja, aber das gehört dazu, glaube ich. Das muss man jetzt auch mal mitnehmen heute. Wie sieht der Abend noch aus? Boah, ich glaube, es ist nichts geplant. Wir haben jetzt mal Essen drinnen und ein paar Bier. Und ja, morgen ist frei. Aber wie gesagt, wir dürfen jetzt auch nicht übertreiben. Wir brauchen sich nicht alle niederschießen, aber heute können wir schon mal genießen. Viel Spaß und genieß es. Viel Spaß, gut, danke. Ja, Flo, die Feier mit den Fans da an der Bande, war das geplant heute oder? Nee, das war jetzt ganz spontan. Also Dobros und Biancari, die haben mich da hintragen. Ich glaube, eigentlich haben sie einen Moritz Göttel gefordert. Aber ja, dann haben wir das jetzt zu zweit durchzogen, das Ding. Aber das sind Momente, die man wahrscheinlich als Spieler nie vergisst, oder? Nee, also das vergisst man auf jeden Fall nicht. Also es ist mein erster Titel und umso schöner, also ist geil, aber
klar, wir wissen, heute können wir genießen und glaube ich auch ein bisschen feiern, aber das ganz große Ziel, das kennt hier jeder und wir auch am allerbesten und das wollen wir erreichen. Warum ist der Titel dieses Jahr so verdient? Boah, ich glaube, ja, gibt mehrere Gründe. Auch, mei, das ist immer so leicht gesagt, wenn man letztes Jahr, das kann ich mich nur wiederholen, wenn man letztes Jahr sieht, wie das in Zwickau abgelaufen ist und dass man da, wie man da einfach, ja, auf der Heimfahrt traurig waren und ja, dass du dann nochmal so angreifst und so eine Saison hinlegst, das ist schon aller Ehren wert, würde ich sagen. Und deswegen, allein aus dem Grund haben wir es uns verdient, aber wir haben auch viel richtig gemacht und ja, die Spiele gut gezogen und ja, verdient Meister. Es war am Anfang keine einfache Saison für dich. Hättest du erwartet, dass sie dann noch so bilderbuchartig endet? Oh, ja. Ja, habe ich gedacht, weil ich ja wirklich viele Gespräche auch mit dem Trainer gehabt hat, der Trainer auch oft zu mir gekommen ist, mir immer wieder Mut gemacht hat, mir die Gründe genannt hat, warum ich momentan vielleicht nicht spiele. Und die Sachen, die, sage ich mal, dann ich auch verbessert habe, die habe ich verbessert und umgesetzt. Und das wurde damit belohnt, dass ich jetzt auch wieder meine Einsätze gekriegt habe. Und da war ich auch da dann. Und deswegen war es eigentlich also für mich schon irgendwo klar. Uns kannst du ja verraten, wer ist so das Firebeast im Team? Boah, also jetzt in der Kabine geht's generell ganz gut ab. Aber ich muss ja noch ein bisschen rumschauen. Ich habe noch kein wirkliches Firebeast, habe ich noch nicht ausmachen können. Also ja, die sind alle gut drauf. Also, aber ich glaube, das richtige Firebeast sieht man erst, wenn wir aufgestiegen sind.